Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. In meinem Video, wenn der Heli in der Luft zerbricht, habe ich drei Unfälle mit Robinson-Helikoptern, Modell R22 und R44, gezeigt, die alle mit Low-G-Situationen und anschließendem Mast-Bumping zu tun hatten. Das Robinson-Bashing, das daraufhin einige vom Zaun gelassen haben, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Und deshalb zeige ich euch in diesem Video 9 tödliche Unfälle mit Helikoptern, die nicht von Robinson stammen. Also auch die können verunfallen. Wohlgemerkt, seit dem Unfall mit dem Robinson R22 in der Stadt Zürich im Jahr 1994 gab es in der Schweiz keinen einzigen tödlichen Unfall mehr mit Robinson-Helikoptern. Das ist immerhin fast 30 Jahre her. Zwischen 2003 und 2018 gab es in der Schweiz 9 tödliche Unfälle mit Helikoptern, davon 5 mit dem beliebten AS-350B3, genannt Ecureuil, und einer mit einem anderen Eurocopter, genannt Dauphin. Sage ich deshalb, Eurocopter, oder heute ist das Airbus-Helikopters, seien gefährlich und gehörten verboten? Nein, natürlich nicht. Die Firma Robinson hat die Helikopterindustrie revolutioniert und Helikopterfliegen auch für den Durchschnittsbürger erschwinglich gemacht. Und täglich werden Tausende von Stunden geflogen in Robinson-Helikoptern, unfallfrei, von verantwortungsvollen Piloten, die Grenzen des Geräts kennen, die ihre eigenen Grenzen kennen und wissen, was man tun darf und was nicht. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung fast meine philosophische Vorbemerkung vergessen. Im Video «Tod eines Schlepppiloten» habe ich euch die hypothetische Frage gestellt, was ihr noch tun würdet, wenn ihr noch 5 Jahre zu leben hättet, bei bester Gesundheit, ohne irgendwelche Schmerzen. Im Video «Zwei Tragödien in Neuenburg» habe ich dann gesagt, vergesst das mit der Gesundheit, die Gesundheit ist ungewiss, der Todeszeitpunkt ist ungewiss, aber du gewinnst im Lotto 100 Millionen, was würdest du da tun? Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage aus dieser Serie. Vergiss das mit der Gesundheit, du weißt nicht, wie gesund du bleibst, du weißt auch nicht, wann du stirbst, und die finanzielle Situation ist genauso, wie du sie jetzt im Moment hast. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, es kann nichts schief gehen? Auf deine Antworten unten in den Kommentaren freue ich mich. Und jetzt zu unseren 9 Helikopterunfällen. Die AS-350B3, genannt Ecureuil, das ist französisch für Eichhörnchen, wurde früher von der Firma Aerospatial hergestellt, die später Teil der Eurocopter-Gruppe wurde. Heute ist das alles Airbus-Helikopter und dieser Helikopter heißt dort H-125. Er ist mit einem starren Rotorsystem ausgestattet. Wenn ich es richtig verstehe, braucht es dazu flexibles Material, damit die Beweglichkeit des Rotorsystems gewährleistet bleibt. Warum das Rotorsystem beweglich sein muss in alle möglichen Richtungen, habe ich im Video «Wenn der Heli in der Luft zerbricht» erklärt. Ich fange mit den jüngsten Unfällen an und gehe dann in der Zeit zurück. Am 31. März 2022 kam im Kanton Tessin der Pilot einer H-125 ums Leben. Da ist der Untersuchungsbericht noch nicht raus, deswegen sage ich auch nichts dazu. Am 11. Juni 2018 kam ein Pilot bei einem Betontransport ums Leben, weil er den Auftrag trotz zunehmendem Nebel nicht abbrach. Er flog in eine Nebelschwade und verlor die Orientierung. Am 14. Juli 2015 kam der Pilot eines Ecureuil-Helikopters mit über 9000 Stunden Flugerfahrung ums Leben. Er sollte bei der Forschungsstation Jungfrau Joch ein reparaturbedürftiges Dach anheben, damit es mit der Bahn abtransportiert werden kann. Später wurde der Auftrag abgeändert und es hieß, das Dach solle direkt nach Lauterbrunnen transportiert werden, wo der Helikopter auch aufgetankt werden musste. Der sogenannte Lastanschlag, das ist die Verbindung zwischen dem Helikopter und der Last, hat sich als ungeeignet herausgestellt. Der Pilot flog für diese Art Last zu schnell, die Last wurde instabil und der Helikopter stürzte ab.
Am 1. Juli 2013 gab es 4 Tote. Ursache: riskante Flugtaktik, die zur sogenannten Servo Transparency führte. Dieses Phänomen wird auch Servo Reversibility oder Jackstall genannt und passiert bei Helikoptern mit nur einem Hydrauliksystem. Eine Kombination von hoher Geschwindigkeit, hohem Load Factor, hohem Manifold Pressure und hoher Dichtehöhe kann dazu führen, dass die Servofunktion überfordert ist und der Pilot viel mehr Kraft braucht, um die Controls zu bedienen. In diesem Fall hier hat der Pilot offensichtlich gedacht, die Controls seien blockiert und hat dann nicht versucht, quasi mit Kraft dagegen anzugehen, weil er eben der Meinung war, die seien blockiert. Und dann sind diese 4 Menschen abgestürzt. Auch das war ein Helikopter des Typs Ecureuil und es kommt deswegen bestimmt niemand auf die Idee zu sagen, Ecureuils sollte man verbieten. Es ist halt ein sehr beliebter Helikopter und deswegen passiert auch mehr. Am 18. September 2012 verunfallte der Pilot eines Ecureuil im Machatal tödlich, weil er ein zu kurzes Transportseil verwendet hatte und die Bäume touchierte. Am 24. Mai 2012 gab es bei Reichenbach im Berner Oberland 3 Tote. Ein Pilot und eine Pilotin, beide Berufspiloten, wollten mit einem Fluglehrer zusammen den jährlich vorgeschriebenen Gebirgscheckflug unternehmen. Der chronisch übermüdete Fluglehrer übersah ein Transportseil, das zwar nicht markiert, aber im Luftfahrthindernisregister des Bundesamtes für Zivilluftfahrt registriert war. Also auch auf jedem Navi angezeigt würde, wenn man die Hindernisfunktion aktiviert. Außerdem kannte sich der Fluglehrer in dieser Gegend bestens aus und wusste eigentlich auch, dass es da ein Seil gab. Am 5. März 2006 gab es beim Flüela Hospiz einen Toten und einen Schwerverletzten. Der Pilot des AS-365 Dauphin flog in niedriger Höhe und die schneebedeckte Landschaft war schwer zu erkennen. Schwer nachvollziehbar, warum man da nicht einfach auf dem Flüela Hospiz gelandet ist, was mit dem Helikopter relativ problemlos möglich wäre. Man hat stattdessen eine Umkehrkurve ins Ungewisse vollzogen. Am 14. April 2005 gab es 2 Tote, als ein nicht sehr erfahrener Pilot in einem Jet Ranger einen Passagier von Zürich nach Bergamo fliegen sollte und am wolkenverhangenen Gotthard die Orientierung verlor. Am 26. März 2005 mussten der Pilot und 3 Skitouristen am Steingletscher ihr Leben lassen. Ursache: diffuse Sichtverhältnisse in schneebedecktem Gebiet. Am 22. Dezember 2003 gab es einen schwerverletzten Piloten, einen toten Passagier und 2 leicht verletzte Betriebsmechaniker, als man im Gebiet Diablere einen Stromunterbruch untersuchen wollte. Ursache: ein sogenannter Whiteout. Das passiert, wenn ein Helikopter eine Außenlandung vornimmt bei losem Schnee, der dann aufgewirbelt wird und quasi die Sicht vernebelt. So, das waren 9 tödliche Helikopterunfälle aus den Jahren 2003 bis 2018. An keinem einzigen war ein Helikopter der Firma Robinson beteiligt. Nochmals, der letzte tödlicher Unfall in der Schweiz mit einem Robinson-Helikopter war im Jahr 1994. Und bitte fangt jetzt nicht an, über die Airbus-Helikopter oder Eurocopter, über das Ecureuil zu fluchen, nur weil 6 von diesen 9 Unfällen mit solchen Helikoptern stattgefunden haben. Das sind nun mal sehr beliebte Helikopter. Sie werden auch oft für gefährliche Transportflüge verwendet. Und da ist es nun mal normal, dass solche Helikopter eben auch öfter in Unfälle verwickelt sind.